Also was der Volksmund da behauptet, die Letzten werden die Ersten sein, stimmt nicht. Steht nicht so im Wort Gottes, hat Jesus nicht gesagt. Er sagt, manche von den Letzten werden die Ersten sein, manche von den Ersten die Letzten, manche. Das muss auch einmal gesagt werden. Aber jetzt komme ich zum Römerbrief. Und im Römerbrief schreibt Paulus dann, wir wissen, dass Gott bei denen, die ihn lieben, alles zum Guten führt. Kann Gott wirklich alles zum Guten führen? Auch unser Fehlverhalten, unsere Sünden, unser Versagen, Ungerechtigkeiten, kann er das alles zum Guten führen? Paulus schreibt noch ein bisschen mehr und den Satz müssen wir bis zu Ende lesen. Dann sagt er, bei denen, die ihn lieben und bei denen, die nach seinem ewigen Plan berufen sind. Alle sind wir nach Gottes ewigen Plan berufen, ihm zu dienen. Und Gott möchte bei jedem, im Leben von jedem Menschen, alles zum Guten führen. Manch einer, der vielleicht ein bisschen feinfühlig oder zu feinfühlig ist oder vielleicht sogar skrupulös ist, wird sagen, ich bin mir aber nicht sicher, ob ich Gott wirklich lieb habe, ob ich ihn wirklich liebe. Die Person, die ich kennengelernt habe in diesem Register, sagen wir mal so, das sind meistens Leute, ja, die wirklich lieben. Die lieben wirklich, aber sind ängstlich. Ängstlich, weil sie sich der Liebe, vielleicht von Vater und Mutter oder in ihrer Ehe oder von Kindern und so weiter, nicht immer so sicher sind. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir lieben möchten und wenn wir Gott lieben möchten, dann bedeutet das für Gott schon die Realität. Und gestern hatten wir Erstkommunionunterricht. Ich habe die Kinder gefragt, was seht ihr so hier in der Kirche? Es war die erste Stunde, wo wir dann die Kirche mal kennenlernen, weil viele Kinder eine Kirche noch nie von innen gesehen haben. Was seht ihr? Und dann hat ein Kind gesagt, es war die dritte Frage, glaube ich, oder zweite, die gestellt wurde, oder gesagt wurde, ich sehe da ein Bild, ich sehe Jesus. Oh, dann war ich froh, dass sie dann dieses Bild von Jesus gesehen haben. Und dann habe ich gefragt, was steht auf diesem Bild? Und ihr dürft jetzt alle zusammen lesen. Und dann haben die Kinder gelesen, Jesus, ich vertraue auf dich. Dann habe ich die Kinder gefragt, wer von euch vertraut dann auf Jesus? Und soweit ich sehen konnte, waren alle Hände oben. Die Kinder vertrauen auf Jesus. Sie möchten auf Jesus vertrauen. Und auch wir Erwachsene, wir möchten auf Jesus vertrauen. Jetzt will ich euch etwas sagen. Ich glaube, das habe ich noch nie so gesagt. Das ist mir ins Herz gekommen. Vielleicht brauchen das jetzt der ein oder andere nicht nur als Trost, sondern auch als Ermutigung, um weiterzugehen. Wir alle kennen das, dass wir meinen, das habe ich schon einmal erlebt. Man redet dann sogar in der deutschen Sprache Französisch. Ich habe ein Déjà-vu gehabt. Etwas, was ich glaube schon mal so erlebt zu haben, das kommt mir ganz bekannt vor. Geistig, spirituell gesprochen, gibt es auch diese Déjà-vus, wo man nach so und so vielen Jahren, wo man auch treu versucht hat, treu mit dem Herrn zu gehen im Glauben, wo man auf einmal auf einen Punkt kommt und sagt, oh, das, was ich jetzt erlebe, oder was man mir jetzt sagt, was ich tun soll, auch in einem geistlichen Gespräch, das habe ich doch schon vor so vielen Jahren, war ich schon mal auf dem Punkt, wo ich mir gesagt habe,
das müsstest du jetzt tun. Oh, ein Déjà-vu. Aber zwischen dem Déjà-vu, dem Erlebten von so vielen Jahren, und dem Heute ist Zeit verstrichen und man hat das, was man als richtig erkannt hat, damals nicht umgesetzt. Ich bin ganz ehrlich, mir kommt das auch vor. Ich bin auch jetzt dabei, augenblicklich, ich werde nichts sagen, das ist dann zwischen mir und dem Herrn, erlebe ich auch ein Déjà-vu, wo ich gespürt habe vor Jahren, das sollst du tun. Dann kam so viel und Arbeit und vieles war gut. Aber jetzt bin ich wieder auf so einem Punkt, wo ich mir sage, ja, das hättest du früher auch schon haben können. Also das, was der Herr dir damals gesagt hat und jetzt erst wieder neu erkennen und vielleicht jetzt neuer oder auch tiefer entdecken. Und das ist auch gemeint mit dem, was Paulus schreibt, bei denen, die Gott lieben, wird Gott alles zum Guten führen. Und selbst wenn du dann das nicht weitergeführt hast vor ein paar Jahren, was du als richtig erkannt hattest, Gott gibt dir die Möglichkeit, er gibt dir die Gelegenheit, trotzdem in die Tiefe zu gehen. Können wir den Ruf Gottes hören? Gestern habe ich mit einer Person gesprochen, einem Mann, bisschen jünger als ich, und der hat dann erzählt, dass er von einem anderen Priester mal eine Konferenz gehört hat. Er ist nicht ins Detail gegangen und der hat gesagt, manchmal brauchen wir so etwas wie eine zweite Bekehrung. Habt ihr gut gehört? Wir sagen oft, ja, dann und dann, an dem Tag, ich war katholisch aufgewachsen und so weiter, katholisches Familienhaus, aber dann habe ich einige Zeit so das Ganze fahren lassen und dann habe ich mich bekehrt. Ich glaube, Gott will uns öfter eine solche, eine richtige Bekehrung schenken. Das heißt nicht, dass wir an einen neuen Gott glauben, aber dass Gott uns die Gelegenheit gibt, und auch wir dürfen diese Gelegenheit dann nutzen, neu in die Tiefe zu gehen. Paulus und sein Leben ist ein sehr starkes Zeugnis dafür. Er, der Schriftgelehrte war, brillant als Exeget, als Schriftausleger, aber er wollte auch alle Gebote, Gesetze und so weiter, er wollte, dass das geschützt wird. Er hat sich zum Verteidiger des jüdischen Gesetzes gemacht, also ich meine der Heiligen Schrift, dieser Gebot und Verbot und so weiter. Und ist in seinem Eifer so weit gegangen, dass er auch vor der Steinigung, der Tötung also eines Menschen nicht zurückgeschreckt hat. Aber auch das hat Gott zum Guten geführt. Mit Sicherheit auch deswegen, weil Stephanus, bevor er gestorben ist, gebetet hat, Herr, rechne ihnen und auch ihm diese Sünde nicht an. Und so ist Paulus auch eine Frucht dieses Gebetes. Und so hat Gott auch das, diese Steinigung des Stephanus, das eine schreckliche Realität war, schreckliches Sterben, zum Guten geführt. Und bei Paulus zu solch Guten geführt, dass er ein Völkermissionar ist und dass wir heute noch nicht nur von ihm sprechen, sondern heute noch durch seine Lehre, seine Belehrung, seine Ermutigungen gestärkt aufgebaut werden, auch korrigiert werden. Wir können uns wirklich daran orientieren, an dem, was er uns mitgeteilt hat, was er alles geschrieben hat. Und wir sagen zu dem, wenn es gelesen wird, Wort des lebendigen Gottes. Wir sagen nicht Wort des bekehrten Sauls, der jetzt Paulus heißt. Nein, wir sagen Wort des lebendigen Gottes. Er hat das gesprochen, was Gott ihm ins Herz gelegt hat. So könnten wir auch von Petrus sprechen, von allen Heiligen. Gott führt alles zum Guten für die, die ihn lieben. Und so mögen wir auch heute mit ganzem Herzen dem Herrn sagen, Herr, ich liebe dich. Oder ich will dich lieben. Es gibt dieses Lied, ich will dich lieben, meine Stärke. Ich will dich lieben, meine Zier. Ich will es, Herr. Hilf mir dabei.
dass ich dich noch mehr lieben kann. Das ist das Einzige, was Jesus von Petrus gefragt hat. Als Petrus dann hatte Jesus verleugnet, wir wissen es, er kam nicht raus aus dieser Nummer, aus dieser Schuld. Und Jesus hat die goldene Brücke gebaut und hat auch diese Verleugnung zum Guten gewendet und hat in Petrus das geweckt, was der tiefste Kern des Menschen ist, hat dreimal nach der Liebe gefragt, liebst du mich? Und er sagt dann zum Schluss, Petrus, Herr, du weißt alles. Du weißt auch, dass ich dich liebe. Möge der Herr uns segnen und stärken in der Liebe zu ihm. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.